Herzlich willkommen, Runde 2 Fitfuttern mit Sophia Thiel. Hallo. Was gibt's heute, Sophia? Wir machen heute heiße Liebe Trüffel. Ja, Trüffel ist so eine Art Mousse. Das Ganze ist ein sehr kalorienarmes Rezept, was man ideal auch zwischendurch mal snacken kann, wenn einem der Heißhunger auf heiße Liebe eben steht. Und man braucht auch überhaupt nicht viele Zutaten und es geht eben super schnell. Und ich sage, das will ich jetzt auch einfach beweisen. Wir können auch direkt starten, wenn du möchtest. Okay. Okay, ich kümmere mich mal um das Eiklar. Und wenn du eine Vanilleschote mir auskratzen könntest, wäre das ein Traum. Ein Traum. Ein Traum, genau. So. Eins. Brauchst du die das Mark der ganzen Schote? Ich denke, ja, so die Hälfte würde auch reichen. Das ist jetzt für zwei Gläser, zwei Portionen. Ich liebe, wie das duftet. Es ist herrlich. Mit einer Prise Salz. Ein bisschen viel. So. Und das streift man hier einfach so raus. Ne? Habe ich gelernt bei Alfons Schubeck oder so. Das sieht wirklich sehr gut aus, sehr professionell. Wenn die Vanilleschote ausgeschabt ist, geben wir hier einmal unseren fettarmen griechischen Joghurt hinzu und mischen, verrühren das cremig mit unserem normalen Joghurt. Was wir jetzt dazu gegeben haben, war Xylit, Birkenzucker. Mhm. Hat weniger Kalorien als Zucker. Genau, ist nicht komplett kalorienfrei, aber ist kalorienreduziert sozusagen und halt eine gesunde Zuckeralternative. Und dann haben wir hier sozusagen unsere Süße mit drin. Währenddessen wir jetzt das Ganze schön unterheben und vermischen, ist unsere Quarkcreme fertig. Können wir hier schon mal unsere Himbeeren erhitzen mit einem Teelöffel Ahornsirup. So. Das sind jetzt gefrorene Himbeeren. Kann ich sehr gut empfehlen, wenn man da eben das Ganze püriert, dass man so eine Art gutes Himbeerpüree hat. Denn bei frischen Himbeeren braucht man mehr irgendwie, dann natürlich das Wasser nicht so gefroren ist. Und so haben wir eine richtig schöne Flüssigkeit da drin. Ein bisschen erhitzen und dann wird es püriert und dann können wir auch schon einschichten. Ich hebe jetzt die Eischneemasse hier unter die Joghurtmasse. Mhm. Hier so rein. Genau, und da oben müssen wir vielleicht mal ein bisschen umrühren. So. Und dann wird püriert quasi. Genau, also wir brauchen, es geht nur ganz kurz. So schön, wenn das so. Mit Himbeermus sieht es optisch fast noch besser aus. Magst du das lieber, wenn das so, so richtig passiert ist? Oder wenn, ich mag das sehr gerne, wenn noch so Stücke drin. Wir können es auch gerne stückig lassen, ganz wie du möchtest. Dann sind wir eigentlich schon fertig. Okay. Dann können wir uns jetzt schon ans Einschichten machen. Jetzt haben wir hier so eine fluffige Joghurtmasse. Zwei schöne Gläser. Dann beginne ich mal hier mit Weiß. Okay. Ich fische noch was rein. So vielleicht. Und dann kannst du hier schon mal Himbeeren dazugeben. Mega fluffig. Wie viele Lagen gibt es? So viele, wie ins Glas passen. Sieht jetzt schon richtig cool aus zum Anbeißen. Kennt man ja sonst als Variante mit Vanilleeis. Man kann das Ganze dann auch gefrieren. Dann hat man wie so eine Art Eiscreme-Konsistenz dann auch nochmal. Also ich friere auch super gern eben sowas wie fettarmen griechischen Joghurt, Magerquark oder körnigen Frischkäse mit irgendwas mixen und dann einfrieren. Dann ist das Ganze auch in Eiskonsistenz und kein Eisklumpen, sondern wirklich richtig schön cremig. Und wenn man das Ganze nochmal mixt, wird es immer ein bisschen feiner. Also da kann man wirklich genauso nachzaubern. Und zum Schluss toppen wir das Ganze noch mit Mandeln und vielleicht Himbeeren, also wie man halt die dekorieren möchte. Sieht so echt, wenn es auch so runterläuft, sieht es aus wie in einem Kochbuch. Das ist alles so gewollt. Das ist hier der Foodporn-Faktor hier. Jetzt stehen auch immer bei meinen Rezepten immer mit dabei, wie viel Kalorien, auch mit Nährwertangaben. Es hat jetzt 178 Kalorien, also jetzt beide sozusagen, mit 15 Gramm Eiweiß, nur 3 Gramm Fett, das ist schon mal richtig krass, und 19 Gramm Kohlenhydrate, eigentlich auch nichts. Mhm. Also eigentlich
eine eiweißreiche Zwischenmahlzeit und die beiden Gläser kannst du jetzt verdrücken und hast verglichen zu einer normalen heißen Liebe, hast du hier eben ein Viertel oder ein Fünftel Kalorien. Also man kann das Ganze auch dann natürlich mit Magerquark machen noch, also wenn man das Ganze noch ein bisschen milchiger gestalten möchte. Mhm. Man kann auch mit Proteinpulver arbeiten, also gibt es verschiedene Varianten, um sozusagen den Heißhunger auf Süßes zu stillen. Das heißt, unter die diese Joghurtmasse könnte man noch Proteinpulver geben? Ja, auf jeden Fall. Auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt es ja auch immer einen Standard-Vanille-Geschmack. Mhm. Und so haben wir eben durch Bourbon-Vanille das Vanillige reingebracht. Wir haben die Deluxe-Version. Ist ja gut. Ja, okay. So schnell geht's. Fertig. Ja. Ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal. Sehr lecker. Sehr gut, das freut mich. Wir müssen auf die Uhr schauen. Sagen wir, ziehen wir ab? Wir ziehen nichts ab. Es sind genau 11 Minuten gewesen. Exakt, ja. Mit Reden. Mhm. Mit Reden und Quatschen, ohne Reden 5 Minuten. Und es schmeckt wirklich gut. Sehr gut, das freut mich. Mhm. Mhm.